Ja, sag mal, die Hugo haben wir noch sechs. Ja, und dann ist das Elend passiert, ne? Ich kann das. Sein Auto. Ah, was ist das? Ich hab mir den Kopf verbrannt. Das ist heiß, doch. Das ist heiß. Ich kann das. Die Jasmin hat sich im Whirlpool verletzt, weil das hier irgendwie durch so einen speziellen Boiler geht oder so. Es ist sehr, sehr, sehr heiß. Da hat sie sich den Kopf verbrannt. Und jetzt ist hier Schluss mit lustig. Sie ist jetzt ins Krankenhaus. Ich muss leider hier bleiben. Ich darf nicht bei ihr sein. Ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich. Philipp muss allein die Stellung für sein Team halten. Und das wirft ein paar Fragen auf. Ich habe kein Handy, ich habe nichts. Das Einzige, was ich machen kann, ist warten. Sollen wir hoffen, dass es nicht so schlecht ist, dass sie raus muss? Und eins kommt zurück. Genau. Ja, aber geh doch mal durch. Jetzt. Was ist das, wenn das wirklich passieren sollte? Ja, dann kommt wieder eins zurück. Die raus und eins durch. Na, eigentlich Jolina und Dings, weil die als letztes rausgezogen sind. Als ob hier irgendjemand mal Schlechtes wünscht. Dann wurden so ein paar Gespräche in der Küche geführt, was denn jetzt wäre, wenn sie jetzt direkt ausfällt. Die ist ja auch nicht im Krankenhaus, glaube ich. Philipp? Die ist gefahren, die sind gerade gefahren. Nein, ernst? Doch. Philipp? Das ist gerade dann her. Was denn? Zu fragen, was mit ihr wäre, wenn sie jetzt hier raus müsste. Nee, das haben die gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Wir haben nur gemutmaßt. Das war jetzt ein... Ihr habt die Kofferraum verbrannt und... Bleibt eine Verletzung und da dann irgendwie zu hoffen, vielleicht zu hoffen, dass dann irgendeiner ausfällt oder raus muss, verletzungsbedingt, ist dann für mich ziemlich hart. Auch ein bisschen ekelhaft. Es tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist. Das sollte es überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe auch überhaupt nichts gesehen. Hast du es gesehen, wie es passiert ist? Ich stell dir mal vor, dass wir noch ins Gesicht gekommen. Das wird schon. Das war wirklich gar nicht böse gemeint. Erstmal denken wir daran, wie es dir jetzt gleich geht, okay? Können wir was tun? Möchtest du dich hinlegen? Okay. Kaffee? Was Kaltes? Nichts? Okay. Ich glaube, es ist einfach jetzt natürlich im ersten Moment heiß geworden. Und man will sich das natürlich jetzt erstmal angucken, aber ich glaube, es wird gleich alles wieder gut sein. Ist der betrunken? Hm? Ist der betrunken? Sie auch? Ja, weil der wird doch total betrunken. Ist der betrunken? Wie viel hat er getrunken? Es wirkte, oder ist es jetzt nur, weil Jasmin weg ist? Es wirkte alles ein bisschen seltsam in dem Moment. Ja, Philipp, trink mal was. Ich glaube, du hast auch schon ein bisschen was getrunken. Ich glaube, mir geht's aber gut. Ja? Kann drei und zwei zusammenzählen. Ist ja auch eigentlich egal, wie viel wer getrunken hat. Wenn man heißes Wasser über den Kopf bekommt, was kochend heiß ist. Aber darum ging es doch jetzt nicht. Ich habe jetzt gedacht, du hast vielleicht ein bisschen viel getrunken. Nee, dass ich bin deswegen auch nicht sentimental. Da warte ich doch ein bisschen mehr Rücksichtnahme und auch ein bisschen mehr Feingefühl. Jasmin? Jasmin? Hier ist Ihr Mikro. Jasmin ist im Krankenhaus. Ach so, okay. Hat sich verbrannt beim Pool. Beim Pool? Ja. Die hat sich am Kopf verbrannt. Da? Mhm. Sorry, aber wenn die ausfällt, geil. Ja. Nein. Dann brauchen wir uns auch nicht safen hier, weil da können wir doch nichts dafür. Nee, aber sowas sagt man nicht. Glück im Unglück. Ja, trotzdem. Oh, okay, Entschuldigung. Ich nehm's zurück. Also wirklich. Das geht gar nicht. Aber da kommt ja kein kochendes Wasser warte, raus. Warte kurz. So ist es. Es ist heiß, das Wasser, aber es ist ein Unterschied, ob du jetzt gerade Nudeln kochst und dich daran verbrennst oder da bleibt so, es kann kein kochendes Wasser aus dem Hahn kommen. Sie ist ja jetzt auch kein Jammerlappen, sondern wenn mit ihr was ist, dann ist es schon hart und deswegen nehme ich die Situation halt auch ernst. Bitte, Jasmin, schaff das, ey. Ich hoffe einfach, dass es ihr gut geht und möchte einfach erstmal nichts mehr mit den beiden zu tun haben, die sowas direkt von sich gegeben haben. Philipp, möchtest du Spaghetti? Nee, danke. Und? Drama.
Das war aber nicht im Geringsten, dass wir nicht daran hoffen, dass sie zurückkommen, dass ihr gut geht. Überhaupt gar nicht. Ich glaube, der ist zum ersten Mal so lange von Jasmin getrennt. Ich habe mit den Menschen abgeschlossen.